Was ist das? Mein Name ist Nighty Snight und heute zocken wir ein Garfield-Spiel. Und was soll ich sagen? Für mich war Garfield immer ein Vorbild. Er war faul und hasst Montage. Er ist genau wie ich. Ist Garfield eigentlich braun oder rot? Weil wenn er braun ist, haben wir sogar noch was gemeinsam. Aber dieses Spiel hier nennt sich The Last Monday. Und der letzte Montag hört sich niemals gut an. Es wird ein Gruselspiel. Guck mal, wie er sich freut, mich zu sehen. Kann ich mit... Ich habe meinen Schlüssel verloren. Kannst du ihn finden, ne? Such ihn selber, Garfield. Du bist faul, ich bin faul. Ich sagte, du hast echt Glück, dass ich heute gut drauf bin. Sonst will... Ey, was guckst du mich so an? Ich hau dir gleich aufs Maul. Du kannst von Glück reden, dass ich mir das jetzt nicht anders überlege und den Schlüssel trotzdem für dich weitersuche. Mister dem Hundehäuschen? Ist da vielleicht der... Garagentüröffner. Oh, Garfield, da ist irgendwas in deinem Hundehäuschen drin. Interessiert dich das nicht, oder was? Garagentüröffner. Piep. Was? Ey, Garfield, was versteckst du vor mir? Ich hab da drinnen was gesehen und ich ruf gleich die Polizei. Und übrigens, ich hab das Spiel gestern beim Tuelfer gesehen. Also schaut gerne vorbei. Disk, wir haben eine CD gefunden. Du verbirgst irgendein Geheimnis vor mir. Was hast du in der Hand? Ist das mein Garagentüröffner? Ich frage mich trotzdem, was wir eben gerade in dieser Garage gesehen haben. Und was? Oh, warte mal, Garfield, du saßt die ganze Zeit auf dem Schlüssel. Was verbirgst du vor mir, du kleiner Sch... Die Tür ist ganz schön schmal und ich bin ein... Abgeschlossene? Aber ich habe doch den Okay, der Schlüssel muss irgendwo anders für sein. Vielleicht hinten für diese kleine Kellerluke. Obwohl, ich glaube, hier ist kein... Aber nicht... Hey, Garfield! Oh, nein! Während du da unten bist, musst du etwas für mich erledigen. Mein Meister hat hier rumgesaut. Du kannst alles sauber machen mit Sprühfarbe. Dein Meister... Weißt du was, Garfield? Ich bin froh, dass wir doch nicht mehr so viel gemeinsam haben. Aber davon mal ganz abgesehen, du hässlicher Kater hast mich doch hier reingeschubst. Okay, wir haben Sprüh... Was ist das für ein Symbol? Das sieht aus wie ein böses Symbol. Oh, die Farbe ist rot. Nimm das Walkie-Talkie. Willst du mir jetzt Befehle durch den Walkie-Talkie geben? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich damit cool bin, Garfield. Aber dein Keller sieht ziemlich vollgestellt aus. Als ob du hier ganz viele Reserven hast. Auf was bereitest du dich vor? Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo. Es ist nur ein Klick und hilft dem Kanal weiter. Gute Arbeit. Das ist alles im Keller. Mein Meister hält etwas von mir im Safe fest. Hol es für mich. Ein Safe im Keller? Wieso habe ich das Gefühl, dass du deinen Meister, beziehungsweise... Oh. Das ist ein Käfig. Aber wo war ich denn geblieben? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sein Meister sein Freund aus dem Film ist. Und der ihm aus irgendeinem Grund in der Garage festhält. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Wir müssen einen Schlüssel finden. Oh, hier. Wir haben ihn gefunden. Perfekt. Und jetzt öffnen wir den... Safe? Bleib drinne. Sicher drinne. Böse Katze. Guck nicht. Die Katze hat alles gegessen. Draußen ist dein Traum. Bla bla bla. Bla bla bla. Au! Ich glaube langsam, Garfield wurde hier drinne festgehalten. Und jetzt hat er seinen Meister überlistet in der Garage eingesperrt und ist das erste Mal draußen. Das ist eine gute Theorie, Snily. Kann ich jetzt hier oben... Hallo? Die Tür ist immer noch abgeschlossen. Ich möchte hier rauskommen. Ich war noch im Käfig drinne. Vielleicht... Was ist das hier? Eine Umkleidekabine im Keller? Okay, das ist weird. Vielleicht ist das ja auch gar nicht der Safe gewesen, was wir gerade geöffnet haben, sondern irgendetwas anderes. Was blinkt da so komisch? Enter... Was ist der Safe? Okay, wo finde ich den Code? 01876. Das muss er doch sein. So. Oh, wir haben ihn geöffnet. Beeil dich! Nimm das Relikt und versteck dich! Wovor müssen wir uns verstecken? Ich höre Schritte! Okay, wir machen das jetzt zu. Alles gut. Oh, ich habe Angst! Woher kommt dieser Sound? Der ist so schrecklich laut! Alles gut? Oh mein Gott. Renn nach oben, bevor mein Meister dich findet. Okay, weißt du was? Okay, der Meister ist anscheinend wirklich der Schlimme. Wie machen wir es denn am besten? Nächster Versuch. Okay, alles cool, Snily. Er ist gegangen. Wir warten noch einmal, bis er vorbeiläuft, weil der... Wie hat er mich im Spind gesehen? Direkt der nächste Versuch. Wir müssen direkt anfangen, loszulaufen. ASAP, sobald er vorbeiläuft. Komm schon, Snily, du bekommst das hin. Das Spiel ist easy. Komm, durch, durch. Lass mich raus hier. Hör auf zu reden. Ich laufe so schnell ich kann. Oh mein Gott, wir sind oben.
Das ist perfekt. Haben wir jetzt wenigstens kurz Zeit? Wieso läuft der Fernseher hier? Das sieht so gruselig aus. Habt ihr nichts von den aktuellen Strompreisen mitbekommen? Okay, wir müssen das hier sauber machen. Oh mein Gott, es klopft irgendwas. Ich habe Angst. Ist hier irgendwas, was wir brauchen? Was wir mitnehmen können? Vielleicht Lasagne? Wir machen die Wände... Oh mein Gott, ich habe Angst. Oh, woher kommt das? Die Fenster sind alle zugenagelt und hier ist gelbe Farbe oder Pisse. Ich hoffe, es ist keine Pisse. Und ein Bett. Hallo? Oh, das Klopfen kommt von da drinnen. Und was steht Oktober? Was soll das bedeuten? Das ist so weird. Aber ich feiere das gerade. Was genau soll ich tun? Hier muss da doch irgendwo eine Zeichnung sein, die wir... Oh mein Gott, okay. Was ist das für ein komischer Sound? Immer wenn ich ans Fenster gehe. Die Tür können wir doch gar nicht öffnen. Wieso klopft es daraus die ganze Zeit? Hä? Was habe ich? Ich habe eine Glüh... Oh, das ist vielleicht das Licht fürs Badezimmer. Komm schon. Ja, es funktioniert. Und hier sind noch... Ich bin nicht der Meister. Was soll das bedeuten? Und ein Off-White-Zeichen. Ist das irgendwie Werbung? Fühlt sich... Ah! 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 Gut, nun werf das Relikt in den Ofen. Ich mach es. Kommt es aus der Hölle oder wieso brennt der Ofen? Tu Lasagne in den Ofen. Oh, jetzt sieht's wieder ein bisschen netter aus. Wieso kann es nicht die ganze Zeit so sein? Die Lasagne braucht 2 Stunden. Wenn der Timer vorbei ist, nimm die Lasagne raus. Bis dahin pack die Spielzeuge weg. Okay, weißt du was? Das tue ich sogar. Ich räum... Du faule Katze, gibst mir Befehle von deinem Thron? Hilf mir doch! Oh, warte mal. Einmal ganz kurz, stopp. Kann es sein, dass eben gerade an der Wand stand, ich bin nicht der Meister? Weil der Mensch gar nicht der Meister ist, sondern Garfield? Und ich spiele gerade aus der Sicht des Menschen? Und er kommandiert mich von seinem Thron rum? Oh mein Gott, ich kann nach... Wer bist denn du? Ist das deine Zunge, die raushängt? Das sieht krank aus. Okay, Garfield. Oh, ich kann die CD hier reintun. Bisschen Fernsehen. Romantisch. Welche... Ich habe doch gerade was reingetan. Egal, funktioniert anscheinend nicht. Aber wohin soll ich die Spielzeuge eigentlich räumen? Gibt es irgendwo eine Spielzeugkiste? Oh, das Bett sieht ziemlich nice aus. Hier haben wir Dreck. Und hier ist eine Spielzeugkiste, perfekt. Oh, Garfield. Du hast deinen Dreck überall rumliegen. Du musst doch groß genug sein, um es selbst wegzuräumen. Außerdem, wenn ich es für dich wegräume, wirst du total das verzogene Kind. Und verzogene Kinder haben keine Freunde. So einfach ist das. Okay, der Fußball. Gefährlich, gefährlich. Ich könnte darüber ausrutschen und was auch immer könnte mir passen. Gefährlich. So, 4 Spielzeuge noch. Der Gameboy. Ich frage mich, ob wir den Schlüssel hier am Ende auch nehmen können. Der sieht so verdächtig aus. Wer hat denn bitte seinen Schlüssel an der Wand hängen? Was? Wo bist du denn hin? Da stand doch eben gerade noch ein Freund von dir. Weißt du was? Werf den ganzen Kater weg. Spielzeug Nummer... Wieso? Ich sollte mich um die Lasagne kümmern. Bevor das Haus wirklich abfackelt. Dieser doofe Hund gräbt im Garten. Guck nach ihm. Du brauchst die Schaufel. Wofür brauche ich die Schaufel? Mir schwirrt irgendwie gerade Böses. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, dann brauche ich den... Entschuldige... Was passiert hier? Ich verstehe das nicht mehr. Das hier ist doch ein bisschen sehr dunkel. Ich erkenne doch nicht, wo lang es geht. Wir kriegen das hin, wenn wir von oben gucken. Mist! Oh, ich mag das hier nicht. Das ist so unlustig, das hier zu machen. Es ist so unspaßig. Oh, nice! Endlich! Wo bin ich denn? Wieso bin ich im Himmel? Ich bin so verwirrt, um ehrlich zu sein. Aber das sieht ehrlich gesagt... Oh mein Gott. Obwohl das schon aussieht wie so eine kleine, fluffige, schöne Wolkenwelt. So als ob einem hier nichts passieren könnte. Und dann kann man trotzdem einfach runterfallen. Das ist so asozial gemacht. Let's go. Ey, 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 Mist. Da ist der Schlüssel. Haben wir ihn? Wir haben ihn bekommen. Das war ja so umständlich. Aber wir sind jetzt endlich in der Garage drin. Und von hier müssen wir die Schaufel nehmen. Dankeschön, Schaufel. Grab aus, was der Hund auch immer vergraben hat. Wieso soll ich das tun? Anscheinend hat das perfekt wieder zugemacht. Ich meine, ich sehe nicht mal irgendwo... Vergesst, was ich gesagt habe. Böser Hund mit Riesenzunge. Ausgraben. Was hast du vergraben? Ein Ball? Das finde ich nicht mal schlimm. Sollen wir alles andere auch ausgraben? Okay. Natürlich. Was kommt jetzt? Ein Hunde... Ein Knochen, okay, wow. Ist nicht die Welt. Ist halt einfach, was ein Hund tut. Eine Zeit... Okay. Eine Zeitung. Wow. Wieso soll ich das auch...
Du hast die Lasagne verbrannt? Ich hatte eben gerade noch genug Zeit. Und wieso hat der Hund einen anderen Hund ver... Oh nein, das war Garfield! Garfield hat den Hund vergraben! Garfield ist das... Monster September, wo sind wir? Wer ist wir? Ich sehe dich nicht, Garfield. Was? Unser neues Zuhause. Ich habe einen ruhigen Ort gefunden, wo wir bleiben können. Wie lange bleiben wir hier? Wie lange war ich draußen? Guck dich um. Garfield ist echt ein Böser. Der Hund war eigentlich echt süß mit der langen Zunge. Okay, wir haben einen Kabelschneider gefunden. Was ist das hier? Oh, eine Schaufel. Ganz schlechte Erinnerung. Ich fass keine Schaufel mehr an. Oh. Es ist dunkel. Soll ich da wirklich... Ich möchte nicht ins Dunkle gehen. Haben wir keine Glühbirne oder so? Das sieht nicht aus wie ein schöner Ort zum Leben. Ich meine, die Türen sind einfach verbarrikadiert. Das ist echt kein schöner Ort, um zu leben. Die Tür ist einfach... Das ist das Haus, wo wir eben gerade drinnen waren. Fleischsnack? Das hört sich komisch an. Oh. Ich habe eine Knarre gesehen. Tape? Wessen Platz ist das hier? Unserer ist es nun. Niemand kommt hierhin zurück. Was heißt das? Wieso habe ich gerade gehört, dass sich irgendeine Tür geöffnet hat? Oh mein Gott, es hat... Garfield! Du bist mein Diener! Kein Grund, meine Klamotten auszuziehen! Du hast dir deine Zunge rausgeschnitten, weil ich es dir gesagt habe, damit du deinen Platz kennst. Oh mein Gott, Garfield ist böse! Garfield lässt mich Dinge tun! Okay, ich nehme mal wieder den Kabelschneider. I am not the master! Oh mein Gott! Mein Charakter hat Aussetzer! Und in den Aussetzern kontrolliert Garfield ihn! Das ist gruselig, ich habe keine Zunge mehr. Und ich war eben gerade kurz an einem Fremdenhaus nackt, das ist auch weird. Egal, wir müssen ins Auto gehen. Kann ich jetzt einfach wegfahren? Ich habe Angst. Hallo? Wo sind wir jetzt schon wieder? Schneide das Telefonnetz. Oh. Durchschneiden? Okay, wir haben es geschafft. Beruhige den Hund. Oh nein, nein, nein. Ich will... Ich habe ihm irgendwas zu essen gegeben. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Was habe ich dem Hund gegeben? Ich hoffe, es war nur dieser Fleischsnack. Es muss ein... Hä? Hä? Yo, was passiert hier? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich kann den Schrank öffnen. Ich kann mich verstecken. Hallo? Hier kommt jemand rein. Das bin wahrscheinlich ich, der hier gerade... Ich bin eingebrochen und dann sehe ich die Sicht des Typen, bei dem eingebrochen wird. Ehrlich gesagt habe ich das Spiel nicht so ganz verstanden. Hat jemand von euch ein bisschen mehr Zusammenhang? Vielleicht bin ich dann auch einfach zu blöd. Aber was genau ist hier passiert? Es ist ein gutes Spiel, aber was genau ist hier passiert? Ich verstehe es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, denn ich für meinen Teil beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Bye-bye. She picture perfect, so I told him I'm a